Karl Nehammer von der ÖVP ist jetzt am Wort. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, liebe Schülerinnen und Schüler in der Galerie und Besucherinnen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, wenn man sich die Anfragebeantwortung des Bundesministers Fassmann anschaut, der zuständige Ressortminister, dann ist die sehr ausführlich, ist über 8 Seiten stark und würde auch dann die notwendigen Antworten auf die Fragen geben, die ja zu Recht gestellt worden sind. Parlamentarische Anfragen sind wichtig, sind ein wichtiges Gut. Und auf die von Ihnen vorgebrachten Vorhalte betreffend Zustimmung der Eltern gibt es auch darin auf Seite 5 eine klare Antwort dazu, dass die Zustimmung eingeholt worden ist und sehr wohl erteilt war. Ich glaube vielmehr, und das hat der Vizekanzler hier betont, Schulbesuche sind ganz, ganz wichtig. Sie geben uns als Politikerinnen und Politiker, Verantwortungsträgerinnen die Chance, Schulprobleme auch rechtzeitig zu erkennen. Und so wie das der Vizekanzler schon ausgeführt hat, die Deutschförderklasse ist so eine Maßnahme, die aus einem intensiven Dialog mit den Lehrerinnen und Lehrern oder auch mit betroffenen Schülerinnen und Schülern entstanden ist. Ich möchte hier ein Beispiel anführen, weil man ja nicht nur theoretisch davon reden soll, welche Wirkung Deutschförderklassen haben können. Und deswegen war ja auch der Schulbesuch gegeben. In Wiener Neustadt haben wir einen Bürgermeister, den Klaus Schneeberger. Der hat eine Stadt übernommen unter schwierigsten Umständen. Sie war vorher sozialdemokratisch geführt. Und eine Volksschule mit einer Volksschulklasse, die mit über 90% mit Kindern besetzt ist, die nicht Deutsch als Umgangssprache sprechen. Und jetzt kommt der wesentliche Unterschied, nämlich in dieser neuen Regierung zu tragen, zwischen der neuen Volkspartei und der Freiheitlichen Partei Österreichs, dass man sich diese Probleme anschaut und ihre annimmt. Was hat Klaus Schneeberger gemacht? Klaus Schneeberger, der Bürgermeister von Wiener Neustadt, ist hergegangen und hat eine Deutschförderklasse eingerichtet. Und bereits nach drei Monaten haben die Kinder einen messbaren Fortschritt, nämlich 70% im Erwerb der Sprachkompetenz vorweisen können. Nach nur 3 Monaten. Und das gibt diesen Kindern die Chance auf eine faire Bildung, auf echte Integration und Teilhabe am Schulunterricht. Und genau das war der Besuch. Und Frau Kollegin, vielen Dank. Besuche in der Schule sind wichtig. Ich habe hier einen vom Herrn Kern in der Kronenzeitung dokumentiert. Oder auch hier in der Heute, auch mit einem witzigen vielleicht Bildtext. SP-Minister und Schüler in Mathematik-Wettstreit. Bildungsministerin Hammerschmidt und Infrastrukturminister Leichtfried besuchten gestern die 1b der neuen Mittelschule Geblergasse. Leichtfried verlor dort die Mathematikduelle am Tablet gegen die 11 Jahre alten Schüler. Seine Zeitungsmeldung, nicht von mir. Also man sieht, und das ist ja, glaube ich, das Wichtige, man sieht, wie wichtig Schulbesuche sind, wie wichtig aber auch die Vorbereitung und die Nachbereitung der Lehrerinnen und Lehrer ist, wenn das stattgefunden hat. Und wir sind alle d'accord hier im Hohen Haus. Parteipolitische Werbung hat an Schulen nichts verloren. Aber wenn ich hier an die Schülerinnen und Schüler denke, die hier sind von der HTL, in dem Fall Schüler, soweit ich sehen kann, dann ist der Diskurs mit euch auch eine Zukunftsfrage und uns so wichtig. Und ich sage auch von dieser Stelle aus Danke für euren Besuch hier, weil der Parlamentarismus, die Demokratie lebt auch. Der Parlamentarismus und die Demokratie lebt auch genau von diesem Austausch. Und ja, Probleme sehen, Probleme erkennen, Probleme lösen. Dafür steht die neue Volkspartei mit dem Freiheitlichen, die österreichische Bundesregierung. Danke. Karl Nehammer von der ÖVP verweist auf die Anfragebeantwortung vom Bildungsminister Heinz Fassmann, die wesentlich ausführlicher ausgefallen sei als die des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers. Generell seien Schulbesuche wichtig und auch andere Parteien würden das tun.